So, nachdem Adventure Capitalist ja auch gleich wieder ein Halloween-Event angefangen hat, schaue ich mit euch da nochmal rein, auch um als Nachgang für das erste Event mit dem Ranking dort nochmal nachzuschauen. Und das Event läuft jetzt aktuell noch etwa 3 Tage. Und ich hatte es soweit geschafft, hier bei dem, mal gucken, wie hieß das neue Event jetzt? Willkommen Ghosts and Ghouls to a Nightmare on Easy Street. Hat es auf jeden Fall geschafft, am ersten Tag die ganzen Unlocks durchzuspielen und eigentlich alle Badges zu bekommen. Mal gucken, die Badges müssten ja auch hier wieder ganz am Ende letztlich dann aufgelistet sein. Also klar, der erste Halloween-Badge, der Standard-Badge mit dem Icon, dann die Block-Party, Golden Apple Bobbing, Frankenhead und dann der mit dem eigentlichen Bonus, das heißt der letzte Badge, der dann hier diesmal was für den Mars als Bonus liefern würde. So, mal gucken, wie weit ich beim Ranking jetzt abgefallen bin. Okay, ich bin immer noch in 260, was ich allerdings glaube, dass das Ding etwas buggy ist, weil ich im Moment überhaupt nicht in der Lage bin, von den Octillion Angels, die ich bei dem Run davor tatsächlich bekommen habe, aktuell auf die aktuell wieder anzuschließen. Und im Moment, ich habe für das Event wieder ein Bonus-Item gekauft. So, hier seht ihr im Moment, dass das relativ langsam läuft, also auch mit dem Bonus, ist ja nur ein Speed-Bonus. Und dass ich da eigentlich im Moment nicht anschließen kann, weswegen sich der Reset so auch nicht wirklich lohnt. Und es teilweise etwas merkwürdig war, was hier so mit den Zahlen passiert ist, weil plötzlich brauchten die hier wieder 14 Minuten, nachdem ich hier irgendwas freigeschaltet hatte und so weiter. Also im Moment läuft es recht gemächlich dort weiter. Und ich hatte eben diesen Roro Run for It einmal gekauft, wo eben diese 6 mehr Hounds, das heißt eigentlich läuft der nur durch und plus 12 Sekunden per Hound und 98, also dass das Tier länger läuft, dass hier jetzt eben ein 7000-facher Speed-Multiplikator ist und dass eben nacheinander verschiedene Hounds durchgelaufen werden, weil ich bin ja davon ausgegangen, naja, okay, dann würden irgendwie die alle gleichzeitig laufen, aber nee, genau das ist halt nicht passiert. Sondern stattdessen springt er halt dann nur ein paar Mal nacheinander durch. Und wenn der durchgelaufen ist, lässt sich das relativ schnell resetten, weil das eben nur 3 Minuten sind und die ziemlich schnell mit einem Dauerklicker wieder aufgeladen werden können. Bei dem letzten, das ist glaube ich nicht hier, das ist hier bei den Events. Das heißt, es bleibt auch hier erhalten. Also ich bin bei 1905 am Ende gelandet. Und war soweit okay, weil wie gesagt, ich habe ja da jetzt eh nicht vorgehabt, allzu viel Zeit drin zu stecken. Und dass ich jetzt hier eben in den Top 1000 bin, liegt aus meiner Sicht eben wie gesagt eher daran, dass es hier ein bisschen buggy gewesen ist. Und ich glaube hier irgendwas mit den Zeit- oder Multiplikatoren nicht so richtig hingehauen hat. Und deswegen hier dann plötzlich ein Vielfaches nochmal irgendwie aktiviert wurde. Denn normal sollte eben der Septillion ist auf jeden Fall deutlich unterhalb der Oktillion. Also wenn ihr hier seht, die Septendecillion gegenüber der Octodecillion sind eigentlich auch noch in der Reihenfolge. Sept, soweit ich das irgendwie in Erinnerung habe, dürfte dann entsprechend die 7 sein, während Oct dann eben die 8 darstellt. So wie beim Oktalsystem, das auf 8 basiert. Aber ja, also deswegen komme ich eigentlich auch auf keinen weiteren Reset und steige hier so langsam so Tag für Tag 1 oder 2 Ränke ab. Ich weiß gar nicht, wenn es eine Stufe darunter ist, dann müsste ich ja zumindest hier 4-2 dann 74 erreichen. Mal gucken, ob das irgendwie 4-2-74, nee, würde ich nicht mal eine Stufe hochkommen, also von daher, das lohnt sich nicht sonderlich. Und bei den Top-Ranks, da ist es Octo-Quad-Dreck Gintillionen. Und hier seht ihr auch das Sept und dann das Octo, nur dass es eben hier dann nicht mehr auf 2 basiert. Also hier ist es ja im Moment das Decil, das dürfte das 2 sein, während hier ist es halt einfach und dort ist es halt dann schon das Vierfache. Also so ein bisschen kann man sich sozusagen diese Zahlworte zusammensetzen und ihr seht hier gerade mal 2 Minuten aktuell, lässt sich das ziemlich schnell aufladen und dann wieder von vorne starten. Was es eben gibt, hier ist auch wieder die Map, die eigentlich eher so eine Vorschau aus meiner Sicht darstellt, weil die sich ja auch nicht ändert, wie sich so im Großen und Ganzen dieses Bild dann hier nach und nach zusammensetzt, weil erst wenn man bestimmte Sachen der Badges erreicht hat, bekommt man dann eben hier wiederum diese einzelnen Sachen in seiner eigenen Grafik angezeigt.
Und ja, inzwischen habe ich jetzt 71 von 105 Badges. Die anderen Badges werde ich wahrscheinlich eh nie wieder rankommen. Von daher gibt es da eigentlich auch nicht viel zu tun, weil das Spiel bleibt sozusagen in der Hinsicht unvollständig, weil ich es auch nicht mehr verfolgt habe. Und auch wenn das Ranking ganz nett ist, die Frage ist, was da jetzt der große Anreiz ist, neben den natürlich nochmal nachgucken, was sind jetzt die Tierbelohnungen bei Tier 7? Okay, ein Time Word, 15 Megabucks und eben den Badge. Wobei, habe ich den Badge jetzt eigentlich irgendwo gesehen? Weil da müsste eigentlich der Badge vom letzten Mal irgendwie hier auftauchen, weil da habe ich ja auch irgendeins von diesen Trophäen bekommen. Aber hier sehe ich es zumindest nicht. Achso, und das andere, hier inzwischen ein Time Warp für einen Tag gab es jetzt auch wieder. Und das heißt, hier könnte ich noch einen zweiten wieder machen. Also jetzt habe ich inzwischen zwei sozusagen in Reserve, die ich da aktivieren kann. Zusätzlich zu den Time Warps, die ich hier gewonnen habe, die eben irgendwie durch dieses Glücksrad am Anfang, das irgendwie neu war, von dem ich aber nicht weiß, wie man es wirklich erwischen kann. Ah genau, das Exchange kann ich hier noch machen. Das habe ich, glaube ich, beim letzten Mal gar nicht verwendet. Und ja, dann gucke ich mal nochmal zur Erde und mal gucken, ob hier irgendwo dieser Badge sichtbar wird. Weil eventuell müsste das ja hier als Hut oder so auftauchen, aber eher nicht. Nee, also da zumindest nicht. So, mal schauen, gibt es sonst hier irgendwo diese Trophäe? Weil zumindest eingestellt wurde sie nicht, also keine Ahnung, was es dann eigentlich bringt, diese ganzen Dinger dort versuchen mit den Events mitzumachen, wenn ich hier die Trophäe doch gar nicht bekomme am Ende. Oder ist es im Endeffekt nur eine Darstellung? Aber eigentlich wird hier von Badge gesprochen. Aber ja, also keine Ahnung, wo dieser Badge tatsächlich auftaucht und wo ich den dann angezeigt bekomme oder sichtbar wird. Auf jeden Fall soweit eben einfach nochmal ein kurzer Blick auf das Event und es hat sich jetzt insofern nicht viel geändert, als dass sich das dann doch ziemlich schnell wiederholt. So, die Hounds sind hier auch schon wieder abgelaufen. Deswegen, also ich glaube irgendwo, dass er hier bei dem, bei dem Golden Apple, also das, was nach dem Golden Apple kommt, dass er hier irgendwie mit den Zählungen oder Geschwindigkeiten durcheinander gekommen ist und deswegen eigentlich viel zu schnell hier irgendwas eingesammelt hat. Und deswegen auch nicht genau auf diese Stufen kommt. Ja, ansonsten gibt es hier eigentlich nicht so viel weiter zu sagen. Keine Ahnung, wie die jetzt mit den Events weitermachen werden, wie viel dann auch an weiteren Events letztlich stattfinden wird. Aber im Moment auch für mich jetzt kein Grund, beim Adventure Capitalist wieder regelmäßiger mitzuspielen, sondern ich werde jetzt einfach das Event noch soweit mitnehmen, wobei es da auch nicht mehr allzu viel zu tun gibt, weil ich kann ja jetzt meine Position eh nicht allzu stark verbessern, ohne eventuell noch irgendwie Gold auszugeben oder sowas. Na klar, wenn ich hier jetzt noch Gold investieren würde, könnte ich so einen Teil nochmal mit siebenfachen Multiplikator versorgen. Das kann sein, dass das dann nochmal hilft, wirklich in diese Top-Rankings irgendwie reinzukommen. Keine Ahnung, was dafür notwendig ist und was die Leute da jeweils gemacht haben, um tatsächlich diese Werte zu erreichen. Im Moment ist es auf jeden Fall nicht so weit weg von dem Wert, der sich bei mir da 9 Millionen, mal gucken, was die unten. So, die 9 Millionen zu den Oktillionen. Das dürfte wahrscheinlich auch nur eben von 8 auf 9, also eine Stufe höher sein, eine 10er Potenz. Das heißt, es ist nicht so weit auseinander, bis man in die Top 50 reinkommt. Aber gut, also soweit einfach nur eine kurze Rückmeldung aus Adventure Capitalist mit dem zweiten Event, das jetzt eben zum Halloween nochmal passt, aber es auch ein anderes Event ist. Als zumindest, ach ja, das ist, glaube ich, gar nicht mehr angezeigt bei mir, weil nämlich das ganz, ganz erste Event, was dann normalerweise hier unten stand, war nämlich ein Halloween-Event. Deswegen kann es sogar sein, dass es ja tatsächlich das gleiche Halloween-Event ist wie bisher, nur dass es halt bei mir nicht mehr auftaucht. Also so neu ist das Halloween-Event wahrscheinlich gar nicht, sondern wahrscheinlich ist es doch eine Wiederholung von dem ganz ersten, nur dass sie halt jetzt die Map eingebaut haben und eben das mit dem Ranking ergänzt haben. Aber wer weiß, wenn ihr das schon länger spielt und die ersten Halloween-Events mitgemacht habt, vielleicht erinnert ihr euch ja noch, ob das tatsächlich dann doch ähnlich war und das hier zumindest gleich aussah
und sie eigentlich nur die Map aus welchem Grund auch immer hier ergänzt haben. Weil ich weiß noch nicht, was ich mit dieser Map eigentlich anfangen soll, außer dass es vielleicht ein schönes Bild oder eine schöne Perspektive darstellen soll gegenüber dem, was dann letztlich hier zusammengestellt wird. Also ein bisschen anders ist es, weil hier ist ja zum Beispiel der dann verdeckt und man sieht den, ja, die Apfelleute sieht man eher ein bisschen von vorne. Das heißt, das ist ein bisschen mehr aufgedreht. Aber ich kann an dem Bild irgendwie nichts anstellen und es hat auch keine weitere Animation oder sowas. Also soweit eigentlich nicht viel Neues bei Adventure Capitalist und eher mehr vom Bestehenden. Also bis zum nächsten Mal. Wahrscheinlich eher dann bei einem anderen Spiel. Tschüss!